Das ist schrecklich. Bist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. Oh Leute, ich habe voll Gänsehaut. Das ist so schade, dass der jetzt gestorben ist, weil so oft, wie der jetzt Lara das Leben gerettet hat, ich meine... Er war ein Vater für sie. Das alte PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen. Ihr versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihn. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Die hier. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Nicht gefallen, Lara. Jonah! Reyes! Verdammt! So, hier haben wir noch ein Tagebuch. Lara, es tut mir leid. Ich habe dich in diese Lage gebracht. Ich hatte deinem Vater was versprochen, als ich ihn zum letzten Mal lebend sah. Dass ich dich aus Schwierigkeiten raushalten würde. Und was mache ich? Ich bringe dich mitten rein. Und jetzt kümmerst du dich um mich. Weißt du, du bist genau wie dein Vater. Er war klüger, weiser und stärker als alle anderen, die ich kenne. Und er gab nie auf, wie schwierig es auch wurde. Ich mache mir Sorgen um dich. Aber ich weiß, wenn jemand diesen Ort überleben kann, dann Lara Croft. Was auch passiert. Du sollst wissen, dass ich dich geliebt habe wie die Tochter, die ich nie hatte. Ich bin stolz auf dich. Oh mein Gott, wie traurig. Ross, eine Entschuldigung. Ross, ich kann nicht glauben, dass du nicht mehr da bist. Danke für alles, was du mir beigebracht hast.
Du warst der Vater, den ich gebraucht habe. Es ist so traurig, dass er tot ist. Wo ist das hier? Nein, das ist nicht das Lager. Wo ist denn hier das Lager? Hier. Tränen bringen mich nicht zurück, Mädchen. Das hat Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. So, wir meistern das jetzt. Also wenn wir das freigeschaltet haben, die Kartografie, wo dann alle Grabeingänge und Schatzkarten auf der Karte verzeichnet sind, ich denke, wir werden dann mal einen kurzen Abstecher machen und uns die ganzen Gräber angucken und damit im Zusammenhang uns auch nochmal die Sachen holen, die wir dann dort vergessen haben. Weil da bin ich mir halt sicher, haben wir einiges vergessen. Haben wir wieder was verbessert. Weil wenn wir uns das so mal so angucken, wir sind jetzt hier unten. Ja, hier ist jetzt erstmal nichts. Aber alles, was durchsichtig ist, sind Sachen, die wir noch nicht gesammelt haben. Also Sachen, die wir vergessen haben. Wir haben in dem Bereich hier zum Beispiel noch nicht die Schatzkarte und die Gale Coaches gefunden. In dem Bereich fehlen uns eine Bonusmission, Ungläubig. Und wenn wir dann hier auf der Karte zusätzlich noch ein paar andere Sachen eingezeichnet haben, wie eben so Gräber, werden wir das auf jeden Fall noch tun. Also dann hier hinreisen, die paar Sachen hier in der Umgebung suchen und weiterziehen. Wobei ich euch da wahrscheinlich einfach nur so einen kurzen Ausschnitt zeigen werde über die Dokumente und über die Grabmäler. Also ich werde mit euch die Grabmäler besuchen und ich werde euch die Dokumente noch vorlesen. Aber die Geocoaches selbst werde ich auch nicht alle Koordinaten zeigen, denn wenn man die Schatzkarten hat, sieht man die ja schön, wie sie hier sind. Ich werde euch einfach zeigen, was für Reliquien wir finden, was für Schatzkarten, Dokumente. Die Sachen werde ich euch, denke ich, mal zeigen. Wenn wir denn dann diesen Skill freigeschaltet haben. So, wir müssen jetzt weitergehen. Und da es nur hier lang geht, wird es wohl hier weitergehen. Okay, Pilze sammeln. Bergungsgut. Ganz schön düster auf einmal, noch düster als die ganze, also gefühlt ist es gerade düsterer, einfach nur weil Russ gestorben ist. Also ruhig, Lara. Oh Scheiße. Nein, es ist zu dunkel. Sie könnten überall sein. Bist du sicher, dass sie hier sind? Ich sollte einfach auf einen Baum klettern und abtauchen. Toll, verdammte Füße. Hilfe! Oh.
war doch jetzt noch nicht alles. Du wolltest mir jetzt nicht sagen, dass die Gegner auch von den Wölfen angegriffen wurden. Und ich deswegen... Jetzt niemanden mehr zum Töten. Hier schon wieder ein großes Gebiet für mich. Hier schwebt eine Taschenlampe. Okay, das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Doch, das ist deren Ernst. Da drüben glitzert's. Na, wie kommt man da hin? Ich glaube... Das Gebiet ist größer, als ich mir dachte. Lager, Jagdhütte, ich sehe hier nur kein Lager. Das hat niemand gehört, nein. Wo bin ich? Das ist hier einmal im Kreis und da war's. Mehr ist es nicht. Okay. Noch einmal im Kreis. Schau mal beim Club im Kloster. Oben liegen viele tote Soldaten. Ohne Scheiß. Hast du Rudi gesehen? Ich will nicht drüber reden. Im Ernst, Bruder. Was hast du gesehen? Also, was immer die sind, was immer sie da oben sind. Echt üble Scheiße. Ich gehe nicht mehr hin. Selbst wenn Vater Matthias es befiehlt. Verdammt. Sind das nur die drei, da sind da noch mehr. Ist auf jeden Fall hier dieses Lager. Na komm, Lara. Bergungsgut und da war ein Tagebuch. Das können wir noch lesen. Der Sturmwache. Wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung.
Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. General, die Eroberer. Eine Aufzeichnung der Rede des Generals am Vorabend einer großen Schlacht. Wenn die Yamatai Eroberer waren, was hat sie dann aufgehalten? Geheimes Grab. Hier haben wir noch so einen Pilz für Erfahrungspunkte. Gegner. Waffenmodifizierung verfügbar. Okay, ich denke mal, die werden wir dann machen. Dann ziehen wir uns das geheime Grab an. Was ist denn verfügbar? Oder heißt das... Oh, meine Handwaffe kann wieder aufgebessert werden. Und die Schrot. Was können wir denn hier jetzt aufbessern? Magazin ist leichter einzulegen, wodurch die Nachladezeit verringert wird. Ja. Weniger Rückstoß und ein Schalldämpfer. Okay, wir machen das. Dann haben wir eh schon wieder keine Vorräte mehr, also kein Bergungsgut mehr. Und ich würde sagen, auf ins geheime Grab.